Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Mark of Queen, wollte ich schon sagen. Rise of the Kazai natürlich. Arg. Heute am Donnerstag, den 23.04.2015. Ja, wir haben schon sehr spät. 20 Uhr, ja. Also für meine Fans ist es echt spät an einem Donnerstag. Aber ich musste heute einfach 11 Stunden arbeiten und ich habe heute echt einfach Bock, ein bisschen aufzunehmen, ja. Also es wird wahrscheinlich auch keine allzu lange Aufnahme werden. Weil ich habe heute, also Arbeit war heute echt krass. Okay, warte mal. Access to the Garden. Okay, alles klar. Also Rau ist oben, ich bin unten und wir müssen einen Schalter finden. Das hört sich doch schon mal nach einem Plan an. Ja, auf jeden Fall, ich habe heute ungefähr 700 Milliarden E-Mails geschrieben. War 12 Stunden in der Besprechung von 11 Stunden, ne? Und, es war echt anstrengend, aber auch geil, weil wir kamen weiter, ja. Wir haben Geld verdient. So, okay, verschaffen wir uns hier erstmal einen Überblick. Aber bevor ich jetzt hier richtig loslege, will ich erstmal gucken, was ist das da oben? Ist das hier das, was ich suche? Mein Objekt der Begierde? Ich möchte gerne da oben hinzoomen, bitte. Och, Manu. Nee, aber bevor ich jetzt erstmal weiterspiele, ich mache jetzt, beziehungsweise ich führe wieder eine Tradition ein, die ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar hört einfach mal hin. Ich weiß nicht, ob es zu hören war. Ich gehe davon aus. Ja, ich trinke jetzt ein Bier während der Aufnahme, weil also heute ist, da habe ich es mir verdient, doch. Prost, ne? Ein Träumchen. Sind sogar noch die Restbestände von dem Wochenende, wo der Dave, der Alex und alle möglichen Leute, die es auf der Welt gibt, bei mir waren. Ich habe total vergessen, was jetzt hier los war. Ich muss noch Stealth Kills machen, fällt mir gerade ein. Genau. Ja, Warsteiner hatte Alex damals mitgebracht gehabt. Hier ist Energie, okay. Ach, die schreit ja so komisch, stimmt. Direkt mal checken hier, was hier abgeht. Oh mein Gott! Du gehörst mir. Scheiße, ich habe vergessen, die Waffe wegzustecken. Mein Fehler auf jeden Fall. Aber wenigstens war es kein Fuzzi, der jetzt hier irgendwie... Was? Battling Inside. The noise of battle does not travel far when battling inside. Okay, wenn wir drin sind, sind die Kampfgeräusche nicht ganz so laut. Ich habe total vergessen, dass man die scheiß Waffe wegstecken muss. Warte mal. Oh mein Gott, okay. Ja, komm, flieg da einmal bitte hin. Komm, ja. Ach du Scheiße, das viele. Ja, nee, da komme ich nicht drum herum. Fuck. Die sollen sich mal verpissen. Nein. Komm schon. Hau ihm aufs Maul. Na gut, okay, dann machen wir das halt so. Ich hätte ja wirklich unglaublich gern ein paar Stealth-Kits gemacht, aber ich glaube, hier ist es gar nicht anders möglich. Es sei denn, man kann irgendwie Steine werfen, von denen ich aber noch nichts weiß. Du kannst auch einfach mal bitte sterben. Da ist schon Energie, das ist schon mal gut. Komm! Komm her! Rummetzeln! Ach komm, Baby. Aber wie gesagt, hier gibt es Energie, deswegen ist es alles halb so wild. So, okay, Nummer 2 hätten wir schon mal. Mann! Die mit ihren scheiß Käsemessern da. Kannst du die mal eine längere Waffe kaufen, junge Frau? Junge Dame? Ja, genau. Das ist doch mal nice. Ja, brich ihm ruhig 5-mal genick. Er hat es nicht besser verdient. Ich kann die Capoeira, ne? Unsere junge Tati. Komm her. 20 ist hier, glaube ich, geworden, ne? Es ist auch immer sehr cool, wenn ich Untertitel schreibe. Ist natürlich echt anstrengend. Also ich habe da ziemlich lange für gebraucht für die scheiß Untertitel der ersten Aufnahme. Allerdings, versteht man so die Story natürlich besser, wenn man es alles nochmal sich selbst auf Englisch durchliest und dann nochmal übersetzen muss und so. Das ist schon auf jeden Fall fetzig. Macht auch Bock, wenn alles da ist, aber wenn man sieht, boah, okay, ich habe jetzt 10 Minuten für einen Untertitel gebraucht, es sind einfach nochmal 4 Sequenzen. Och, ihr könnt mich doch alle mal. Ja, ist okay, komm. Brauche ich die Waffe gar nicht wegstecken. Du kannst bitte einfach... Ja, verrecke. So, Nummer 1. Tschüss, danke. So, der ist da hinten so schön alleine. Komm, ja, mach was Cooles. Bitte? Also, die kannst du natürlich einfach so ablocken, sag mal. Also, was ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habe, aber das habt ihr wahrscheinlich schon längst gedacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon erwähnt habe. Normalerweise habe ich ja immer das Intro der jeweiligen Konsole immer mit drin. Achso, das war in den Hoden, okay. In diesem Fall habe ich es nicht getan, weil wegen, Auflösungsänderung, anderes Bildformat und so, wegen NTSC und so. Ihr kennt es ja, da habe ich ja schon mal erwähnt. Das spielst du PlayStation 2. Punkt. Lange Rede, kurzer Sinn. So, kann ich hier auch noch hin? Ja, da geht's auch noch weiter. Oder kam ich... Da kam ich aber nicht her, glaube ich, ne? Ich habe mich schon wieder komplett verlaufen. Wenn ich einmal ein bisschen kämpfe, dann ist Ende im Gelände. So, okay. Packen wir erstmal die Waffen wieder weg. Nein!
Komm her, komm, ich will dich entwaffnen. Lass mich dich entwaffnen. Schlage mich bitte. Ah, ist das schön. Okay, das ist auch vor allem so befriedigend, wenn das einfach mal klappt. So. Es sieht dann aus wie geplant. Aber es sieht doch nur so aus. Aber jetzt bin ich oben. Das ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so geplant. Aber wie gesagt, da oben, das reizt mich ja schon ungemein. Da ist die Tür dicht, das ist gut. Schimmert da hinten was durch? Oh mein Gott. Boah, ihr geht mir doch echt auf den Keks. Echt. Ach komm. Kommen die jetzt oder wie oder was? Ja, ich glaube, die sind sich selbst noch nicht so sicher, ob die da jetzt wirklich raus wollen. Ich trinke erstmal einen Schluck Bier. Aber ich glaube, wenn die mich einmal gesehen haben, dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist jetzt nicht wie bei Metal Gear Solid oder so, dass sie dann irgendwann wieder das Interesse verlieren. Ich meine, okay, ich bin halt nackt, also ich will dann mir selbst das Interesse auch nicht verlieren. Ach komm. Rubbel die Katz. Stirb. Ich sehe nichts. Ja, komm, stich ihn tot. Danke. Ja, toll, ich kann dich blocken, während du da deine komischen Flickflacks machst, Frau. Immer diese Ästhetik bei Frauen, das geht mir eh auf den Keks. Oberflächlicher Dreck. So, dankeschön. So. Ah, hab ich die Waffe jetzt? Nein, hab ich nicht. Okay, ich dachte, ich hatte gerade... Huch, das war ich aber nicht. Das war unser Kollege hier. Raubt ihr einfach mal. Okay, das war gut. Ja, okay, komm. Mach ihn platt, mach ihn platt. Ja, ja, zieh die Beine weg und zack. Hervorragend. Der lebt noch, ne? Noch nicht, okay. Gut, okay, Ach so, okay. Das ist also quasi so ein... Oder wie... Ich hab's noch nicht verstanden. Nee, das wäre jetzt gelogen. Ist noch mehr Gegner? Oder kam ich jetzt hierher? Das sieht hier auch alles gleich aus, ne? Ja, aber das sind jetzt keine. Das ist gut. Ach so, das ist, glaube ich, einer von den Schaltern, die ich betätigen muss. Jo, alles klar. Zwei fehlen noch. Ist okay, ist okay. So. Ja, ich kann euch mal ein bisschen privates Zocker-Update geben. Ich spiele jetzt momentan mit der Julia Borderlands The Pre-Sequel. Die erste Zocker-Session war eigentlich ziemlich cool. Da habe ich wieder richtig gedacht, so, ach geil, wieder Borderlands-Teil zocken. Alter. Ist ja doch bescheuert, ey. Ja, gut, komm. Allerdings jetzt schon hier die letzte Session von gestern, die war schon so, naja. Also nicht, dass das Spiel schlecht ist, auf keinen Fall, aber das ist einfach, ich weiß nicht, das hat so viele Faktoren, wo ich mir denke, ey, das musst du jetzt echt nicht sein. Warum hat er nicht einfach so gemacht wie früher? So wie es halt auch schon gefallen hat. Kreativität hin und her und ausleben, aber manchmal, ne, Schuster, bleib bei deinen Leistern, ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Sprichwort diesbezüglich, weil der ist mal auf dem Mond, es ist alles total langsam irgendwie, ne, weil wegen Schwerkraft und so, man kann nicht so schnell rennen und gar nichts. Und, oh, da gibt es so eine Sauerstoffanzeige, da muss man immer darauf achten, wenn man gerade so ein Level am Erkunden ist und man merkt, scheiße, ich habe kaum noch Sauerstoff, ne, das ist so nervig, ne, das geht mir richtig auf den Keks. Ich hoffe mal, das Spiel ändert sich dann noch diesbezüglich ein bisschen. Ansonsten wird es auf jeden Fall der schlechteste Borderlands-Teil sein, das sogar mit Abstand. Der zweite hatte zwar sehr viele gute Faktoren, aber bei den Feinheiten war das auch sehr anstrengend, fand ich. Also zum Beispiel, dass alle Gegner einfach respawned sind und wenn man einfach nur mal eine Ecke erkunden wollte, man hat davor 10 Minuten gekämpft. Kommt dann 2 Meter weiter, um dann festzustellen, scheiße, okay, da ist eine Sackgasse. Das ist dann schon nicht ganz so geil, weil wenn man wieder zurückkommt, muss man die ganzen Gegner nochmal bekämpfen. Ja, und dann stirbt man wieder 14 Mal. Ich hab's heute mit der 14. Okay, so. Was geht hier ab? Ich scanne einfach schon mal im Voraus. Okay, gut, dann sind wir jetzt hier durch erstmal. Wo wollte ich jetzt überhaupt hin? Genau, ich wollte Richtung Spaß. Richtung Grün wollte ich. Die Frage ist nur, wie komme ich aufs Grün? Okay, da unten den Arsch, den muss ich irgendwie töten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, okay, alles cool, alles cool. Zum Glück bist du blind und kannst nicht nach oben gucken. Fug. Lauf, 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 lauf. Hey, ich sehe doch nichts. Ach komm, Baby. Okay, da ist doch eine Wand. Komm, dreh dich um und hau wieder ab. Okay. Komm, jetzt aber fix. Lauf, 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 lauf. Ah, du bist barfuß, Alter. Alte. Altea, sie hat.
Du bist doch leise. Ja, okay, komm, komm, komm. Und? Gesundheit? Entschuldige. Ey, ich musste den wegschieben, damit ich einen Stealth-Kill machen musste. Ach, hi, Kollege. Na, alles fit? Wie geht's? Ja, du ignorierst mich auch ein bisschen, ne? Ach, egal. Ah, okay, der ist aber auch schon hier fleißig unterwegs. Ich will jetzt aber diesen Gang auch gerne nochmal abchecken. Halt natürlich auch vor allem aufgrund des Tukus, was mir noch fehlt. Ich glaube, eins fehlt mir ja, glaube ich, noch. Den hast du wahrscheinlich schon betätigt, ne? Ja, okay. Okay, 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 okay. Ich will gerne nach oben kommen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie das passieren wird. Da gibt es hier irgendwo eine Leiter oder so. Hahi. Schon Bier trinken. Da kann ich vermutlich nicht rüberklettern. Leider ist es auch korrekt. Hatte den. Wie ist er da? Ich hätte ihn verfolgen sollen. Arschloch. Kann ich da einfach runterspringen? Nee, ne? Lass mir bitte auch nochmal ein paar übrig. Okay. Gut. Ach, der wartet, bis ich die Tür aufmache. Hm, alles klar. Ja, leider habe ich den zweiten Schalter noch nicht gefunden. Aber ich, wie gesagt, ich eier auch die ganze Zeit oben rum. Das ist wahrscheinlich nicht so geplant gewesen vom Spiel. Aber hallo, wenn ich die Einladung bekomme, oben lang zu gehen, dann, ne? Hoch hinaus. Ah, okay, gut. Und das heißt, hier muss dann irgendwo in irgendeinem Zimmerchen muss ja wohl der andere Schalter sein. Ja, okay, hier war ich schon, hab schon ein bisschen rumgemetzelt. Vielleicht habe ich auch schon einfach direkt übersehen. Weil ich anfangs da nicht drauf geachtet hatte. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. So, was ist hier? Nichts. Gut. Oh, ich mag diese Räume nicht. Die Räume sind doof. Weil die auch alles gleich aussieht. Ah, die ist so langsam ohne Waffen. Mein Gott. Komm, jetzt lauf mal ein bisschen, Frau. Beweg dich. Ah, ist das der zweite hier? Ich hoffe doch nicht. Kreuk. Ja, tatsächlich. Egal. Ich hab's gefunden, das ist die Hauptsache. Bums. Der mit seinem Bogen. Warum hast du so viele Waffen? Also zwei. Ist schon mal. Ja gut, ich habe auch zwei Messerchen, aber dafür ist sein Schwert ungefähr so groß wie vier meiner Messer. Hier ist echt einfach nur alles niedergemetzelt. Heide Witzker, du. Ach so, ah, hier ist der erste Schalter gewesen, okay. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich die Stealth-Kills nicht hinbekomme. Da bin ich ja ehrlich. Ach, da ist das Kapitel schon zu Ende. Das heißt, hier gibt es einen Bosskampf oder sowas in der Art. Jetzt habe ich ja noch eine Battle Fight. Ja, toll, die hatte ich schon ein paar Mal hier nicht. Aber der bewegt sich auch kein Stück, der Arsch, ne? Versuche mich da irgendwie runter zu glitschen. Ach, komm, ey. Lass mich in Ruhe. Penner, komm her, komm her. Oh, kann ich dich nicht... Wo gehst du hin, Frau? Oh, Mann, ey. Lass dich bitte töten. Ja, machen schön. Wow. Mein Gott, pack doch mal deinen Käsespieß da weg, ey. Mein Gott. Ich muss mich gerade an der Nase kratzen. Ich muss mit einer Hand kämpfen. Das ist gar nicht so leicht. Aber glücklicherweise sind die Kämpfe ja recht interaktiv. Ah, ich hab dich abgeblockt. Ja gut, dann machen wir. Dann kämpfen wir halt zweigleisig. Komm, geh doch mal einfach kaputt, bitte. Boah, die Kombos von der Tati sind echt scheiße. Muss ich echt sagen, weil die eiert viel zu viel rum. Die soll einfach nur prügeln, verdammt nochmal. Ich soll ja nicht irgendwie so geil dabei aussehen. Ich meine, hier beim Rauber hat ja hier mit der Achse, die hat ja so matrixmäßig weggeworfen. Oder auch der Gris, ne? Aber das hat wenigstens was gebracht. Das sah geil aus und hat was gebracht. Aber hier dieser komische Rückschritt hier, der hier zum Beispiel, der bringt überhaupt gar nichts. Zum einen trifft der nie, ne? Und der Gegner gewinnt dadurch einfach unglaublich viel Zeit. Und das ist echt mehr als kontraproduktiv. Was hast du da jetzt verloren? Komm, komm. Oh, Mädchen. Mädchen! Willst du mal bitte einfach mal verprügeln? Komm, geh kaputt, geh kaputt. Ja, von mir töte du ihn aus, mir auch egal. Oh mein Gott, ich mag den Rauch. Hab mir gerade einfach schon gesehen, wie brutal der einfach sein Schwert einfach in den Körper des Gegners gerammt hat.
Aber das heißt, ne, wenn hier das Level jetzt theoretisch zu Ende wäre, könnte man natürlich auch nach oben irgendwie aufs Dach kommen, wo das grüne Moped da war. Oi. Ah, Moment, da ist aber, da sieht aber... Jawoll. Hab ich jetzt alle? Ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, ich hätte jetzt alle, aber okay. Och man, ich will nicht, dass das Level zu Ende ist. Nein, tu mir das nicht an. Ich glaube, das war's. Scheiße. Ja, wir sind am Baum. Fuck. Upon communing with the Oracle, she told him that Rao was one of the last of the Rakus, an ancient order of warrior knights charged with watching over those marked with the spells. Then she warned Tati to beware the temptation that came with her curse, for the mark was evil and would seek to manipulate her. She instructed them in their destiny, preordained by the gods. You should travel the land, seeking out those cursed with the mark, and ensure that they are protected. Some will be ancient scrolls hidden away, while others will be innocents, marked and oblivious to their importance. She also warned them to make haste in their quest. They were not the only ones with interest in these words of power. Someone else was collecting the spells. Someone was amassing a library of evil. Ich mag die Sequenzen. Ja, schade, dann haben wir jetzt die Arena auch höchstwahrscheinlich nicht freigeschaltet. Aber was machen wir denn mit dem Tuch? Ich verstehe, muss man alles holen oder so? Save your progress, ja, mach mal. Ja, mach da drauf. Ja, immer noch. Himmel. Verstehe es doch bitte. Dankeschön. Ja, geil. Hat mich tatsächlich nicht geschafft. Da kriege ich irgendwie einen Hals. Mount Pazuku, okay. Mit wem? The spells that had been hidden for so long were slowly being rediscovered, Kuzo. And you were all that stood between them and the Kasai. Over the next few years, you guided Rao and Tati as they sought the spells. One of these spells was hidden at the top of an immense tower called Basuku. The tower had been sacked years before. But the tomb containing the ancient scroll was not easily opened. Crafted by alchemists during the First Age, it had withstood all Kasai attempts to be opened. Only you knew how to open the tomb, Kuzo. Only you could retrieve the mark of Basuku. But only Rao could defeat the Gangun priest that guarded it. Okay, das heißt, wir sind auf der Suche nach den Sprüchen und wir haben auch schon gesehen, es gibt hier fettere Gegner. Oh, jetzt nehme ich dich. Ich nehme dich. Ja, komm. Oh, kann ich wenigstens schön mit Gewalt gewinnen und nicht mit komischen Capoeira einladen. Basuku. The tomb sat at its summit and would be defended every step of the way by dark forces of the Kasai or the Horde, as they had come to be known. Rao instructed Tati to be stealthful where possible. But to not shy away from a fight. Okay. Aber ich bin mir. Ich glaube, die Gegner, die sind gar nicht mal so leicht. The walls of the tower were carved from the mountain itself, and sound would not carry too far. Okay. Aber Moment, ich sehe da oben, glaube ich, schon einen Speer. Oder ist es der Schwertgriff in meinem Rucksack? Es ist der Speer. Okay, alles klar. Bleib doch mal hier. Okay, Zugang zum Berg, bla 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 bla. Ach, Schalter schon wieder, okay. Kein Problem. Moment, ich geh erstmal zurück. Wie, ich hab hier zwei...